Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Wir bringen jetzt die Leute zurück. Michael ist auch mit dabei und wurde in WhatsApp angeschrieben. Von Robin. Von Robin. Abgehoben. Aber auch nur kurz. Mach mal auf. Danke. Mein Bruder? Mein Bruder? Willkommen zurück, Jason. Fast hätte ich dein Gesicht vergessen. Hat Durchfall. Zu sehen. Der Dolch. Hast du ihn dabei? Ich hab ihn. Du kehrst zurück und trägst das, was verloren war. Das Blut unserer Ahnen. Nun ist sie erobert und die Toten sind gerecht. Komm mit mir. Verschwindet. Was begehrst du? Meine Freunde zu retten. Bist du sicher? Ich will Varsh und Hoyt töten. Einst, vor langer Zeit, gab es einen Lotusteich voll klarem Wasser. Mit weichem Sand an seinem Ufer. Und vom Duft der Blüten umweht. Doch ein Riese lebte unter der Oberfläche und verschlang jeden, der sich dem Wasser näherte. Ein Krieger aus dem nördlichen Königreich hörte von dem Riesen und schwor, ihn zu töten. Er bedeckte seinen Körper mit Tatau und bediente sich der Kraft des Totenreichs. Und als er bereit war, ging er den Pfad des Lotusteichs. Der Riese erhob sich aus dem Wasser und der Krieger zog den Dolch. Er schnitt dem Riesen den Kopf sauber vom Körper. Der Schädel fiel zu Boden und wurde zu dieser Insel. Die Nachfahren des Kriegers wurden zu den Rakyat, unserem Volk. Jetzt erhebt sich ein neuer Riese. Hilf, unsere Krieger zu befreien. Beweise dich deines Tataus würdig. Dafür gebe ich dir die Kraft, die du verlangst. Ich tu's. Dann sehen wir uns bald wieder. Held. So. Ja, bring Citra den Dolch. Das haben wir gemacht. War das in Citras Tempel? Das bringen wir auch noch gerade so hin. Jason, wir führen einen Angriff gegen einen Gefangenentransport von Vars. Wie lautet der Plan? Ein Hinterhalt. Geh und triff die Männer, mit denen du arbeitest. Sie sind in Georgetown. Sie freuen sich, dir zu helfen. Ja, das komme ich. Georgetown. Da oben. Obwohl. Erst den, dann. Nee. Die Außenposten befreien wir auf dem Weg zum Tempel. So.
immer wieder von Churchtown Richtung Tempel sind. Da. Jetzt müsste hier nur noch ein Auto stehen. Dann wäre es perfekt. Warte, es muss noch da oben. Dann muss da jetzt nur noch ein Auto stehen. Sagst du? Ja. Und steht hier ein Auto? Nö. Oh doch. Nein. Das ist deine Einbildung. Da stehen sogar zwei Autos. Freie Auswahl. Ich finde diese Trommeln so geil. Oh. Ah, die nächste Rechte ist dann nicht mehr. Jason. Was? Trucks fahren durch die Stadt. Wir müssen die Straße mit Sprengsätzen versehen. Wo ist das C4? Ich mach das. Aber hallo. Wir haben nicht viel Zeit, Jason. Leg das C4. Ja, das sollte ich hinbekommen, das C4 zu legen. Das ist aber kein C4, das ist Dynamit. C4 gelegt! Hallo? Hey Jason, hier ist Lisa. Ich hab zu tun, was gibt's? Wollte nur sagen, wir kommen voran mit dem Boot. Ey. Wann kommst du zurück? Weiß ich nicht. Du kommst doch zurück, oder? Ja. Okay. Dann bis bald. Verstehen das nicht. Meine Freunde. Der Konvoi ist hier. Ich werde die Sprengsätze aktivieren. Die Jungs sind keine Piraten. Die sehen nicht aus wie Bars Männer. Mann, oh Mann. Zur Hölle sind die Kerle. Die sehen organisiert aus. Ich
Aua! Oh Leute, das war scheiße. Momentchen mal. Ich sag Momentchen mal, das ist nicht ein. Dass sich was ändert. Das ist irre. Aber das erste Mal, als ich das hörte, echt, ich dachte, der verarscht mich. So, boom, abgeknallt. Das Ding ist... okay. Er hatte recht. Und dann habe ich es plötzlich überall gesehen. Überall waren sie, diese blöden Pisser. Überall sah ich, wie sie exakt denselben Scheiß wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und dachten, dieses Mal wird anders laufen. Nein, 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 bitte. Dieses Mal wird's anders laufen. Es tut mir leid, aber mir gefällt nicht, wie du mich anglotzt. Okay? Hast du ein beschissenes Problem in deinem Leben? Glaubst du etwa, ich verarsche dich? Glaubst du, ich lüge? Fick dich! Okay? Fick dich! Schon gut, Mann. Ich chill, Hermano. Ich beruhige mich. Die Sache ist, okay? Die Sache ist, getötet habe ich dich schon mal. Und verrückt bin ich sicher nicht. Schon oh, okay. Doch.
Es ist wie Wasser unter einer Brücke. Hab ich dir schon mal gesagt, was Wahnsinn ist? Ja, darf ich was klicken? Darf ich nicht klicken? Oh, ich darf was klicken. Helikopter. Da haben sie sicher die anderen Krieger hingebracht. Der Gestank ist eh nicht zum Aushalten. Moment.
Das war scheiße. Gesundheit. Okay. Ja, ich muss ja auch mal wieder was sagen, ne? Ach so. Das war scheiße. Ja, genau, Michael, das war verdautes Essen. Oh. Gleich wieder da. Was wohl weißt du, dass ich wieder da bin, ey? Dann kannst du mich tun, ey. Lol, der letzte Schuss hat ihn gekillt. Dieser Wichser. Welches MG? Der Heli, keine Zeit verlieren.
warum muss er auch nachladen, anstatt an dieses scheiß MG zu gehen? Naja, fand Nachladen wichtiger. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen rauf. Wenn es euch nicht gefallen hat, einen Daumen runter. Hinterlasst konstruktive Kritik. Bis zum nächsten Mal. Ciao.